Ja, es war sehr ärgerlich, weil wir eine gute Leistung gezeigt haben. Wir haben es leider nicht geschafft, aufgrund der Tormöglichkeiten, die wir auch hatten, und das waren zahlreiche, ja, in Führung zu gehen, das Tor zu machen. Und ich glaube, wenn wir hier 1-0 in Führung gehen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Dann sieht man dann nochmal ein anderes Spiel von uns. Wir wussten, dass Polen gefährlich ist und dass sie auch Tore erzielen können, dass sie vorne gute Stürmer und Offensivspieler haben, und das hat man gesehen. Ich glaube aber, wenn ich auch auf der Linie bleibe, dann köpft er mir ihn rechts ins Eck, und bei beiden Situationen habe ich wenig Möglichkeiten, aber den Kopfball, den kann ich mir schon ankreiden. Ich denke, Polen hat alles in die Waagschale geworfen, was sie hatten. Davon sind wir ausgegangen. Trotzdem sind wir zu sehr vielen guten Tormöglichkeiten gekommen. Also spielerisch fand ich es eigentlich ganz, ganz ordentlich. Vor allem Ende der ersten Halbzeit haben wir eine Vielzahl dann gehabt an guten Tormöglichkeiten und einfach keine genutzt. Das müssen wir uns an die eigene Nase packen. Und wie es dann im Fußball oft so ist, der Gegner flankt einmal eine gute Flanke, die nicht leicht zu verteidigen war, und auf einmal steht es 1-0. Ja, ich denke, man muss einfach geil aufs Tor sein. Und heute hatten wir sehr viele Chancen, und normalerweise machen wir mindestens 1-2 davon. Ja, ich hatte wirklich viele Chancen heute, musste natürlich 1-2 Dinger machen. Und so schnell wie möglich abschalten jetzt. Dienstag ist wieder ein wichtiges Spiel und das Spiel ist jetzt vorbei. Und von daher freue ich mich trotzdem, dass ich heute mein Debüt geben konnte, und möchte mich auch im Trainerteam bedanken für das Vertrauen. Und hoffe natürlich, dass wir Dienstag auf jeden Fall 3 Punkte holen. Wir wissen, dass jetzt die nächsten Tage und morgen Diskussionen wieder aufkommen werden. Aber gut ist, dass wir am Dienstag das Spiel haben. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir wieder gut dabei.